Die Dame? Ah, das Gesicht. Ist so komisch. Die Augen sind so weit auseinander. Sehr seltsam. Irgendwie gruselig. Gruselig, sage ich. Gruselig. Was bist du denn hier für einer? Was ist mit ihm da? Das war... Winja Brashtar. Der sieht irgendwie unnatürlich aus. Komisch. Das war seltsam. So, wo ist denn Syla? Die wollte doch mit uns reden. Hallo? Syla? Sollen wir mal... Weiß ich auch nicht. Sollen wir mal schlafen? Ich glaube, ich schlafe mal. Vielleicht ist es ja morgens morgen da. Vielleicht aber auch nicht. Was ist das denn hier? Belohnungslager. Was haben wir denn hier? Was haben unsere Leute denn gesammelt? Gar nichts, alles scheiße. Ich habe mich selbst angebrannt, super. Wo bist du denn? Ach, ist sie ja. Unsere Liebste, die Ungeduldige. Die ist ein bisschen, ja, habe ich auch gesagt, ne, ungeduldig. Ich weiß nicht so recht, was ich mit ihr halten soll, von ihr halten soll. Vor allem ihr Ohrenfetisch. Ja. Die Sprache von denen basiert übrigens auf, Proto-Indogermanisch. Das heißt, das ist die Ursprungssprache in Europa. Wird auch Indo-Europäisch genannt, aber Indogermanisch sagt man eigentlich im Grunde. So. Das heißt, es ist gar nicht Mitteleuropa, wo wir sind. Ja, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, Indogermanisch wurde nämlich nicht in Mitteleuropa gesprochen, zumindest nicht zu der Zeit, sondern in Osteuropa, also was wir heute als Osteuropa kennen. Da gab es so eine riesige Schluchtenkette von Tschechien, glaube ich, bis oder Österreich, glaube ich, nicht Tschechien, über Rumänien bis runter zu, ich weiß gar nicht, Ungarn oder sowas, ich weiß es gerade gar nicht. Und wir müssen da irgendwo sein, also Osteuropa, nicht Mitteleuropa, Osteuropa irgendwo. Es sei denn, Ubisoft hat eine ganz komische Einschätzung von Europa. Was mich nicht wundern würde, sie sind kanadisch. Und dadurch eben auch ein bisschen amerikanisch und Amerikaner. Amerikaner denken ja, Europa wäre ein Land. Also, naja. Könnt ihr mal recherchieren, wenn ihr wollt, das ist ganz interessant. Winja cha tichaya. Erbaue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venger. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Suche Hüttenrohstoffe überall in Uros. Drücke das Touchpad und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Und das ist der Grund, warum Jagen in Far Cry Primal so extrem wichtig ist. Ich meine, guck dir das an, was wir hier brauchen. Wir brauchen 4 Adern, Aldeholz, 3 Schiefer, 2 Schilf und 2 Hirschhäute. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schrecklichste. Aber das wird später noch extrem viel, was wir da jagen müssen. Das heißt, um ihre Hütte abzugraden, um ihr eine Hütte zu bauen. Denn die gute Syla muss ja auch irgendwo schlafen können. Und in unsere Höhle gehört sie noch nicht. Da läuft bestimmt noch was zwischen Taka und Syla. Müssen wir ein Hirsch jagen. Das ist gut. Das gefällt mir. Machen wir's. Und das ist eben einer der Aspekte, warum Crafting in Far Cry Primal so viel, viel, viel mehr Bedeutung hat, als eben in den alten Far Cry Teilen. Weil man ihn braucht, um wirklich in der Story voranzukommen. Man muss ein Dorf aufbauen, man muss seine eigenen Sachen bauen, etc. Gut, die eigenen Sachen bauen musste man schon vorher, aber das Dorf aufbauen, das ist neu.
Und das braucht extrem viele Ressourcen. Ach komm, ich hab dir voll in den Kopf geschossen, du dummes Vieh. Was ist denn los mit den Dingern? Treffe ich das Geweih? Ach, meine Güte. Weißt du was, ich hole mir jetzt wieder den Bello. Der ist nämlich schneller. Das heißt, er kann den Viechern besser nachjagen. Den Hirschen. Da kommt er. Bello. Bello, der Weißwolf. Ein komischer Name. Ja, da bist du. Du bist ein schönes, schönes Tier. Ein Weißwolf. Hä? Was? Hol dir das Ding. Los. Na komm, hol hier. Jo. Super. Und den heute mal. Komm. Das ist ja gar kein Hirsch. Das ist ja eine Ziege. Das bringt ja gar nichts. Verdammt. Dorf. Wir brauchen Hirschhaut. Keine Ziegenhaut. Verdammt. Wo kriege ich denn Hirsche her? Ziegenhaut, Hirschhaut. Oh, Schildkröten. Schildkröten. Versteck dich doch nicht, kleines Ding. Ich töte nix. Na gut, dann ich. Das weiß die Schildkröte ja nicht, dass ich hier nichts tun will. Es gibt hier genug doofe Spieler, die Schildkröten töten. Das ist irgendwo gut. Ich glaube, in keinem Far Cry Teil muss man Schildkröten töten. Aber aus irgendeinem Grund töten Spieler immer wieder Schildkröten. Keine Ahnung, wieso. Hier war mal ein Leopard. Erinnert ihr euch? Als wir das erste Mal hier waren, wurden wir glatt von dem zerfleischt. Dann hat er den Udam zerfleischt. Ist wieder ein Hirsch. Quatsch, eine Ziege. Hier interessiert uns weniger. Es muss doch hier irgendwo Hirsche geben. Ziegen, Ziegen, Ziegen. Meine Güte, ich sehe die Hirsche vor Ziegen nicht. Ja, Bello, ich sehe auch keine Ziegen, ey. Ich sehe auch keine Hirsche. Aber ich gucke jetzt auf die Karte. Da gibt es ja immer eine Anzeige, wo die Viecher sind. Oder auch nicht. Doch, tatsächlich. Auf der anderen Seite vom Fluss. Hätte ich auch gleich nachgeguckt. Das wissen wir jetzt. Hier gibt es nur Hirsche. Da drüben gibt es dann. Da gibt es nur Ziegen. Hier gibt es dann Hirsche. Und das ist ein Mammut. Das ist kein Hirsch. Das ist ein Mammut. Sollen wir es drauf anlegen? Ich meine ja nur. Wir könnten es drauf anlegen. Sollen wir es mal drauf anlegen? Wir haben genug Speere. Ich meine ja nur, wir könnten ihn anzünden. Oh Gott, das ist jetzt gleich unser Bello. Ah, ein zweites. Nein. Ah, verdammt. Oh, fuck. Das hat Bello zerfleischt. Das müssen wir ihn wiederbeleben. Zeit für einen neuen Namen? Zeit für einen neuen Namen für Bello? Nee. Das ist das gute alte Bello, der stirbt nicht so einfach. Alles, was er braucht, ist ein bisschen Blüte. Einmal pfeifen und er ist wieder da. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, ich habe ihn erwischt. Endlich habe ich mal einen blöden Vogel erwischt. Ihr wisst nicht, wie lange ich schon versuche, einen blöden Vogel zu töten. Ich brauche die Feder. Eine Feder. Ja. Jetzt brauche ich die zweite. Und das ist ein Hirsch. Das ist ein fieser, großer Hirsch. Und hier war irgendwo noch ein Adler oder sowas.
So, Belle, du weißt, was zu tun ist. Gleich gibt's Happer. Hinterher! Los, Bello, holen sie! Der andere Wolf geht hinterher, toll. das sieht gut an. Ich habe keine Zeit für euch, ich muss einen Hirsch jagen. Ich glaube, der Hirsch ist weg. Blöde Neandertaler, ey, blöde Ureingewohner, blöde, was weiß ich, Inzuchttypen oder was auch immer. Ich muss ja einen Grund geben, warum die so hässlich sind. Das ist kein Venger, das ist ein Wolf gewesen, Idioten. Ja, besonders gut schießen könnt ihr nicht. Spiel natürlich immer noch auf Experte und sowas, da hat sich nichts geändert. Oh, er ist unbewaffnet und denkt, er könnte uns sonst kommen. Aus, Bello. Ja, wer ist ein guter Wolf? Du bist ein guter Wolf. Ja, schönes Ding. So, wo ist er? Da liegt er. Ich brauche natürlich immer noch den Hirsch. Der ist nämlich weggerannt. Das blöde Viech. Ich habe ihn erwischt. Ich hätte auch der Blutspur folgen können. Aber die blöden Udamen haben alles kaputt gemacht. Das heißt, der muss ja theoretisch einfach noch hier rumliegen, oder? Rumstehen. Oder? Ah, Vogel! Vogel! Was? Bist du bescheuert? Schon wieder? Los! Bello ist super. Toshi. Kriegst du was zu fressen? Guck mal hier. Super. Mmh, lecker, ne? Ein wenig Tierhaut, Tierhaut, Tierhaut. Ich brauche keine Tierhaut, ich brauche... Hirschhaut. Also ganz spezielle Tierhaut. Und ich sehe keine Hirsche. Problem ist da oben nochmal, würde ich sagen. Da war ja vorhin einer, vielleicht ist da nochmal einer. Vielleicht haben wir Glück oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus in Uros. Noch nicht, das kommt alles noch. Was war das? Ach so, Ziegen. Jo, Ziegen. So, da ist da schon wieder ein Udam. Da ist ja schon wieder ein Udam, das gibt's doch gar nicht. Tot. Und du stirbst auch. Na was. Bello macht alles einfach. Aber einen Hirsch sehe ich nicht. Leider, leider sehe ich hier keinen Hirsch. Hat der schon wieder Hunger? Jo, da. Friss! Nee, du bist eine Ziege, du bist kein Hirsch. Will die Ziege mich verarschen? Tun, als ob sie ein Hirsch wäre. Ist das da vorne ein Hirsch? Oder ist das wieder nur eine Ziege? Dieser große Hirsch hätte bestimmt mehrere Häute eingebracht.
Das wäre bestimmt ein großer Hirsch. Es gibt bestimmt kleine Hirsche und große Hirsche. Verdammt. Jetzt muss ich hier wieder rumsuchen. Das ist echt... Gut, so ist das Leben, ne? In der Urzeit. Ich finde, das Einzige, was dieses Spiel noch braucht, um ein richtiges Survival-Spiel zu sein, ist Hunger und Schlaf und Müdigkeit. Da war schon wieder Benja, Udam. Dann wäre es ein richtiges Survival-Spiel, wenn es Hunger und Müdigkeit und sowas geben würde. Stehe direkt vor unserer Nase. Hättest du meinen Wolf in Ruhe, mein Bello. Ja, da kommt ein Benja aus dem Gebüsch. Hirsch. Das sind Wildschweine. Na komm. Komm. Fuck. Muss ich wieder Pfeile machen. Ich bin auf dem vollkommen falschen Gebiet, ich muss weiter zum Fluss. Da, wo die Mammuts wohin waren, da müssten Hirsche rumsteifen. Irgendwo. Da sind wieder diese blöden Scheißviecher. Ich hab gedacht, das Mammut vorhin wäre allein gewesen. Ich hab nicht mit Zweien gerechnet. Mal, hört ihr auf? Kann diese Bestie zähmen? Warum sollte ich das tun? Ich hab doch mein Bello. Das ist doch super. Und Jan? Guck dir Bello an. Jo, super Bello. Kann sich nämlich schleichen, ohne in die Hocke gehen zu müssen. Was zur Hölle? Das war die perfekte Gelegenheit, den blöden Vogel zu töten. Jetzt fliegt der Stadt in seinem Kreis. Der trollt mich doch, oder? Der trollt mich doch, die trollen mich. Ich gehe einfach mal mit Jägerblick rum. Und wenn ich dann Vögel sehe, setze ich meine Bestie drauf oder sowas in der Art. Oder schieße mit dem Pfeil drauf, wenn ich sie sehe. Wenn ich sie sehe. Was ich nicht tue. Da war ein Hirsch, oder? Das ist ein Hirsch. Da ist ein Hirsch. Kopfschuss. So, jetzt die Augen aufhalten nach irgendwelchen Vögeln. Die können ja auch rumfliegen. Müssten Vögel nicht theoretisch angeflogen kommen, wenn das Viech ein bisschen länger rumliegt? Ich meine ja nur. Tun sie tatsächlich sogar. Ah, guck mal einer an. Muss ich nur noch treffen. Das ist ja geil. Nein! Fuck! Aber das ist ja geil, dass die Vögel angeflogen kommen, um an dem Viech zu nagen. Nein, schon wieder, siehst du? Da ist er wieder. Wieder an meinem Vieh, an meiner Beute nagen, der blöde Vogel. Oh, 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 da kommt direkt was auf mich zu. Es kommt direkt auf mich zu. Das ist ja geil, wie der rausspringt. So. Unten das Symbol bedeutet, wir können was craften. Wahrscheinlich im Dorf. Da ist eine seltene Spur gewesen. Siehst du das? Diese gelben Spuren bedeuten immer, dass das ein seltenes Tier ist. Die Frage ist, was ist es in diesem Fall? Irgendein seltenes Tier ist hier langgezogen.
Ah, schon wieder ein weißer Hirsch, okay. Kriegen wir den? Hm, nicht erwischt. Aber vielleicht kriegt Bello den. Ich meine, das müsste ja für ihn kein Problem sein, so als Wolf. Fuck. Ich meine ja nur. Als Wolf dürfte das für ihn kein Problem sein. Ah, hat ihn erwischt irgendwie. Wahrscheinlich in den Schwanz gebissen. Selten denn Weißhirsch häuten. Ja, ja. Geist sei frei. Und er. Ja, frisst sich satt. Ja. Das ist deine Beute, die kannst du ruhig fressen. Ich wollte nur das Fell haben. Der frisst sich satt. Sag mal, Bello. Oh, wie schön das Blut aus dem Bett fließt. Super. Mhm. Schön fressi fressi. Bist du satt? Immer noch nicht. Ich glaub's unglaublich. Ja, ja, frisst du dich nur satt. Ach, der kommt wieder her. Okay. So. Da müssten ja theoretisch auch irgendwann Viecher angeflogen kommen. Ne? Ich meine, der Hirsch liegt da. Wir haben ihn zwar gehäutet, aber trotzdem. Wir müssen ja nur warten, oder? Theoretisch. Oder war das Zufall und die Vögel, die landen einfach irgendwann wieder da?